hast hier an der Feldbergschule mein Wirtschaftsabitur gemacht, also Schwerpunkt Wirtschaft, sprich BWL, VWL, Rechnungswesen. Und dadurch habe ich auch die Entscheidung getroffen, eben kaufmännischen Beruf zu erlernen. Und ja, bin dann über das Arbeitsamt an die Adresse hier gekommen von der MESCO, dass die einen Lehrling suchen. Hab dann einfach mal gesagt, Firma MESCO, MESCO? Die sagt ja was. Okay. Das war dann schon die Firma, die ich hier von hier aus her schon kannte, weil ich habe auch hier in Oberursel gewohnt. Ja, bin auch öfters hier dran vorbeigefahren, denke ich dann so, das wäre geil, wenn du hier arbeiten könntest. Eine Produktneuentwicklung ist eigentlich, dass man irgendwas herstellt, was dem Menschen weiterhilft. Die MESCO-Produkte helfen vielleicht nicht direkt dem Menschen weiter, aber sie sorgen doch dafür, dass Strom aus der Steckdose kommt. Das ist das optimale Gerät, das bei uns rausgeht. Das ist erstens mal so, wie es der Kunde bestellt hat. Und es hat halt eine Lebensdauer, die der Kunde von uns gewöhnt ist. Das heißt, wir haben heute noch Geräte, die sind 30 bis 40 Jahre alt und funktionieren noch wie am ersten Tag. Früher, da hat jeder hat einen Auftrag gekriegt und hat die Geräte von Anfang bis Ende selbst gebaut. Ne? Und jetzt ist es in der Fließfertigung ist es halt so, da sind diese ganzen Arbeitsgänge, diese Montagevorgänge aufgeteilt in kleine Schritte. Ich nehme das Gerät aus der Druckhaltung, dann kommt es in 20 Grad und dann stelle ich es genau auf 20 Grad ein. Danach kommt es dann ins 100 Grad Becken. Und im 100-Grad-Becken wird dann festgelegt, welche Skala auf das Gerät kommt. Ja, ich bin für den technischen Service zuständig. Dabei Kundenbetreuung, wenn Kunden Probleme haben, Fragen zu beantworten oder Beratung brauchen zum Thema Anwendung. Oder das Tagesgeschäft an sich ist dann Auftragssachbearbeitung. Das heißt, wenn ein Kunde Bestellung reingibt, herauszufinden, was möchte der Kunde, ist nicht immer so klar definiert. Gegebenenfalls Nachfragen beim Kunden. Also ich bin zuständig für die Kunden weltweit, sprich die Hersteller, die OEMs oder die Endkunden, je nachdem wer gerade Hilfe braucht von uns. Maßgeblich auch sind da Konzerne, Siemens, ABB, Areva, Pauls. Was mir am meisten Spaß macht momentan ist so der Vertrieb, weil einfach durch den Kundenkontakt auch. Man lernt einfach Leute kennen, man kann auch mal seine Englischkenntnisse, seine Fremdsprachenkenntnisse anwenden, was man sonst eigentlich weniger kann. Also wie gesagt, wir haben ja Stützpunkte, mehr Stützpunkte weltweit. Zudem kommen auch noch weltweit Vertreter, Vertreternetze, die schon seit Jahrzehnten existieren. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, weil da hat man eine Präsenz vor Ort. Der Name MR, MESCO, in dem Zusammenhang ist geprägt weltweit. Da gibt es dann also halt auch vor Ort, fast in jedem Land kann man wirklich sagen, wo entweder eine Tochtergesellschaft ist. Und dadurch haben die Kunden natürlich den Vorteil, dass sie wirklich einen Ansprechpartner haben, der nicht weit entfernt ist. Internationale Kunden haben die Forderung in dem Moment zu sagen, jetzt wir brauchen sofort einen Ansprechpartner. Wir haben ihn vor Ort, wir können sofort mit ihm reden. Ein Kundenbesuch lässt sich viel, viel eher arrangieren, als wenn sowas immer von Deutschland aus gemacht wird. Und das Bild ist halt ein persönliches Bild, was da geprägt wird. Durch die langjährigen Beziehungen. Was uns von der Konkurrenz abhebt, lässt sich an einem schönen Bild erklären. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich ein neues Auto, gönnen sich etwas, und zwar bewusst ein Auto in der Oberklasse und wollen das aber für die nächsten 15, 20 Jahre fahren. Dann sind Sie sicherlich nicht davon begeistert, wenn nach einer Woche Ihnen das Lenkrad entgegenfällt, weil irgendein preiswertes Low-Cost-Produkt in diesem Wagen verbaut worden ist. Und das ist das, was ich ausdrücken kann, wenn wir hier über das Abheben von der MESCO gegenüber der Konkurrenz aussagen, nämlich hochwertige Transformatoren benötigen auch hochwertige Zubehörteile. Der große Unterschied ist, wir versuchen und wir erreichen es auch, Kundenservice zu bieten, sprich schnelle Reaktionszeiten, kurze Wege. Wenn mal was außer der Reihe produziert werden soll, irgendwelche Sonderteile, Modifizierungen, das wird bei uns auf einem kleinen Dienstweg erledigt und der Kunde kann in kurzer Zeit mit einer sehr guten Lösung bedient werden. Bei Produkten von den Mitbewerbern sieht man eigentlich, dass die da ein bisschen geschludert haben in der Entwicklung schon. Und die schleppen das jetzt schon seit Jahren hindurch mit sich. Die Kunden merken es und ich hoffe, dass sie alle umsteigen nächste Zeit. Die Problematik ist immer die, dass wir oftmals in Kundengesprächen mit der Preisdiskussion verbunden sind. Da gibt es ein massives Argument, was man dagegen halten kann. Wer schon einmal einen brennenden Transformator gesehen hat, gerade wenn es große Netztransformatoren sind, die brennen oft tagelang, bis die abgebaut sind. Was da übrig bleibt, ist nachher klein, schwarz und hässlich.
und mal 50 Euro für eine Temperaturüberwachung zum Beispiel mehr ausgegeben, ist überhaupt nichts gegen den Brandlöschen, der ein brennender Öltransformator verursacht und die Folgekosten letztendlich auch. Wir haben das MPREG entwickelt, das Druckentlastungsventil, das den Trafo vor Überdrücken schützt. Dann den M-Trap, den wartungsfreien Luftentfeuchter. Der ist dahingehend eigentlich recht genial, dass der Trafo-Betreiber sich Wartungskosten spart, die er vorher gehabt hat. Und dann haben wir das M-Tech entwickelt. Ein digitales Thermometer, wenn man da einen Namen dafür suchen sollte. Da gibt es keiner, der müsste so lang sein, weil das Gerät so viel kann, dass man das eigentlich gar nicht, bräuchte ich jetzt eine Viertelstunde, um das zu erklären. Wenn wir nach außen hin mit dem Kunden kommunizieren, haben wir immer vor Augen, dass wir mit Menschen reden. Und was wir versuchen mit diesem Film ist, ein Unternehmen einmal anders zu präsentieren, als das andere tun. Und meines Wissens, es ist mir zumindest nicht bekannt, dass irgendein Industrieunternehmen in der Welt das auf diese Art schon mal getan hat. Und dann ist es für den Hinz und dann ist es für die Mesco genau das Richtige. So müssen wir es tun und davon bin ich überzeugt, dass das auch klappt.